hier auch keine Rolle. So, kommst du mit? Was machst du denn da? Hallo und herzlich willkommen zu Dead Island Riptide. Mein Name ist der Bierlot. Mit dabei der Mann, der seinen Namen in den Schnee pisst, der Graf LP. Der seinen Namen in den Au Schnee pisst. Was soll dieser Scheiße? Geh mir weg mit dem Ding hier. Alter, ich hab dich voll weggeschoben mit dem Kasten hier. Ich würde mal sagen, du trägst den, weil du den gerade so schön in der Hand hast. Ja, ich trage den. Kann man damit schlagen oder irgendwas? Nein, kann man Nee, du nicht. kannst ihn werfen. Nur halt nicht deinen Kollegen ins Gesicht, sondern eventuell den Zombies. Und meine lieben Freunde, hört mal, bald kommt die erste Schusswaffe, die keine Nagelpistole oder eine Fackel, die ich werfe, oder weiß ich nicht, irgendein anderer Scheiß ist. Zum Beispiel eine schwache Signalpistole. Nee, eine schwere Signalpistole. Oh, ganz toll. Schwer. Super. Sondern wir haben hier irgendwo, hoffe ich, weiß ich nicht, kann man die gerade sehen? Ah, oh, den kraftlosen Revolver. Ich finde es auch Nicht zu schön, dass er. verwechseln mit der behinderten Axt. Genau. Mit der Behindertenaxt. Ich glaube eher, das soll irgendwie heißen, weiß ich nicht, Behinderte. Also in dem Sinne, dass Wahrscheinlich wenn du damit einen behindernd, haust, ja. dass der dann behindert ist. Also, Dass der dann behindert ist. Du damit haust ihm taggst das du die am Kopf und Leute. dann sitzt er am Rollstuhl, Ja. der Zombie. Damit taggst du die Leute. Du bist jetzt behindert. Ja, schön. Damit er aber, wird er sich richtig freuen. Dann macht er sich zig Trilliarden Fake-Accounts und gibt uns Dislikes. Ja. So, ich öffne mal die Tür. Der behinderte Zombie. Ja, weil er dann ja behindert ist durch uns, ne? Also mir würde das auch nicht gefallen. Was ist denn hier? Hier ist ein Snack. Nee, Molotow. Schon wieder Molotows? Snacks und Sixpacks für die ganze Bande. Wo kommen denn die Molotows wieder her? Ich habe auch gerade ein paar eingesammelt. Da unten ist so ein Fettsack. Soll Aber ich dir mal das Ding da ins Gesicht werfen? Oh, der kommt hoch. der kommt wirklich hoch. Oh Ich ja. werf direkt die Machete mit. Wow! Okay. Ja. Alter, der kotzt! Ja, toller Wurf. Super, trink mal weniger Bier hier. So geht das. Voll in den Schritt. Wo ist meine Machete hier? Boah. Alter, der kotzt mich schon wieder voll. Der kotzt mich voll an hier. Wie viel Diese der Generator Schusswaffen hat. sind so für einen Arsch, gell? Weißt du, wie viel Schaden der Generator macht? Nicht. 15. Schau, was du angerichtet hast! Der Arschkäse-Generator. Nein! Mit. Du, was machst du denn da? Ich kann nicht springen. Ich muss Dann hier den werfe ich außen mir ins rumgehen. Gesicht, ich fange ihn ab. Achso, jetzt hast du es ja schon. Kann ich So. das irgendwie da ablegen oder was muss ich denn da Setz dich jetzt einfach machen? mal hin, mal gucken, was Warte, passiert. ich muss F drücken. Aha! Ah! Das ist doch mal die Kunst der Technik. So, ich fahre natürlich. Du bist hier wieder der Fuzzi vom Radar, das heißt, du sagst mir, wo ich langfahren muss. Okay, Ja, auf jeden Fall schon mal nicht da lang. Sind wir überhaupt? Ach, hier Irgendwo. oben. Vielleicht soll ich einfach zurückfahren. Hey, unsere Besucher kommen schon wieder! Nee, du bist falsch. Zurück. Jetzt Zurück. schon? Ja, jetzt schon. Ja, Zurück. schön. Ja. Ich passe nicht durch, ich bin zu fett. Und jetzt links. Links. Genau. Ja, zu früh links abgebogen. Moment, ich schaff das noch. Fährst du im Kreis? Ich schaff das noch. Ja, ich bin zu früh links abgebogen. Geradeaus, So, genau. alles klar. Ich hab den Weg. Eine dritte Perspektive wäre sowas von geil. Dann würde ich auch nicht, weiß ich nicht, kotzen müssen, sobald ich mal mit der Axt losschwinge, weil die Kamera dann so ausrastet. Du lachst dich hier voll kaputt. Wir taggen hier Leute wieder als behindert, ne? Ihr Ja, seid ein behindert. Behindert. Hey, das Am war der Rückweg sitzen Behindertenbonus. Das waren alle gleich zwei auf einmal. Da ist noch einer. Behindertenbonus. Ja, der Tittenbonus ist von gestern, hör mal. Jetzt links. Aktuell ist der Behindertenbonus. Das heißt, wenn man sich als Wasserleiche von einem Boot überfahren lässt. Ich habe wirklich meinen Let's Player gesehen, der war behindert. Also. Achso, ich dachte, du sagst jetzt, ich habe wirklich meinen Let's Player gesehen, der war eine Wasserleiche. Nee, der war wirklich so. Der blubbert dann schön, ne? Wie Dings hier, der Hawking, kennst du den? Der so im Rollstuhl sitzt und mit dieser komischen Stimme redet. Stephen Hawking? Genau, Stephen Hawking. Oh, Baby, du machst mich so Ja, genau. heiß. Der hat so Let's Played, das ist kein Rar, Scherz. rar, rar. Oh, Baby, du wirst angegrabbelt. So, Ah! ich steig mal hier ab, ne? Ich lasse dich da mal weiter begrabbeln. Ich hätte dem auch. Sind wir hier schon Guck da? mal, der ist im Boden. Die Füße halten den. Wahrscheinlich hängt er jetzt gerade hier kopfüber durch die Karte durch und die Füße halten den. Der lebt ja noch! Ja. Was ist das denn? Guck mal, da hängt er. Was ist das denn? Warte, ich tritt dir mal. Oh, jetzt Oh, warte, ist er der kommt. Nein. Oh, der So, steht auf. Weg mit dem. Oh, Behindert Scheiße, ey. getaggt. So, nimm mal den Generator mit.
Den Arschkäse-Generator. Den Arschkäse-Generator. Ich kann nicht rennen, ich muss einfach nur so ganz langsam laufen. Alter, lauf mal einfach an mir vorbei. Du siehst aus, als hättest du dich eingeschissen. Hab ich auch. Warte, gib mir mal das Ding. Du musst mal sehen, wie man damit läuft. Nicht ins Gesicht! Alter. Ja, nimm das Ding auf. Guck mal, der läuft, als hätte er sich eingeschissen. Die ganze Scheiße hier. Oh Gott, das stinkt ja. Warte, nimm mir die Axt mit. Alter, lauf. Ich hab mich zwar eingeschissen, das kann halt Bein runterlaufen. Und da ist ein Typ mit einer Kettensäge hinter mir. Hier, frisst das. Aua. Ich habe auch eine Kettensäge. Die ist zwar scheiße, aber da spielt die ja auch keine Rolle. So, kommst du mit? Was machst du denn da? Du was guckst dich da oben unter dem Motto I had the time of my life and I never felt this way before. Cause I swear it's true. True. Und ab hier weiß ich den Text nicht mehr. Ich lass die Kettensäge jetzt im Dreck liegen. Denn die ist scheiße. Oh, $130. Dafür kleide ich mich neu ein. Ich kaufe mir ein paar Tigerunterhosen. Mm. Die Tiger-Tangas. Die ziehe ich mir dann über den Kopf, wenn die Zombies kommen. Ja, dann bist du der Tanga-Man. Der Tanga-Man. Du ziehst den Zombies Tangas über die Visagen. So, du kommst rein und dann packe ich direkt den Elektrozaun hier hin. Lauf mal nicht so schnell, ich kann nicht so schnell. Ich lauf gerade gar nicht, ich guck dir nur zu, wie du dich da weiterhin einschaltest. Warte mal, ist es vielleicht sinnvoller, wenn ich den ein bisschen schmeiße? Weiß ich nicht, wenn er gleich verschwindet oder sowas. Da müssen wir zurück. Wo ist er? Oder der, weiß ich nicht, der bleibt auch im Boden stecken, fliegt plötzlich mit Vollspeed raus, mir gegen die Fresse, ich sterbe und wir sind Game Over. Und in dem Moment fliegt er dir noch gegen die Fresse. Und tötet hier drinnen alle, weil er wie so ein Ping-Pong ist. So wie in Dead Rising 2, hör mal. Da kannst du so einen Beachball nehmen, den kannst du einen Zombie an den Kopf werfen und dann fliegt der von Zombie-Kopf zu Zombie-Kopf. Die sind irgendwie, weiß ich nicht, magnetisch. Das sollten wir echt mal spielen, das Spiel. Das ist super geil. Das ist so ein Zombie-Spiel, mit dem du mit jedem scheiß Zombies töten kannst. Wie alt ist das Spiel? Wie alt? Alt. Weiß ich leider nicht. Tut mir leid, aber das kann ich nicht sagen. Oh, unvorbereitet, unprofessionell. Ausziehen. Ausziehen? Ausziehen. Warum das denn? Keine Ahnung. Muss ich das jetzt da reinschmeißen, die Pumpe, oder was ist hier los? Ja, ich glaube schon. Hier, nee. Ja, F drücken. Aber es ist echt ein super geiles Spiel, das glaubst du gar nicht, weil du kannst da einfach... Ist das Ding jetzt schon an? Noch nicht. Du kannst da einfach einen Golfschläger nehmen oder in ein Sportgeschäft reingehen, du kannst dann die Zombies umbowlen, also mit Bowlingbällen. Umbowlen, Alter! Umbowlen? Und, weiß ich nicht, du kannst den Golfbälle in die Fresse schlagen, du kannst den mit so einem kleinen Dreirad, kannst du die überfahren. Fährst du die 6000 Zombies mit so einem Dreirad durch. Ist natürlich schon cool, ne? So, ja. Das spielen, das ist absolut das Partyspiel hier. Das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Der schmeißt die einfach auf den Boden. Warte, ich will das Ding nehmen. Klau mir das nicht. Ermüdendes Fleischermesser. Hier, das schmeiß ich dafür weg. So, ich habe jetzt einen schottischen Langdolch. Kannst das Ding anschmeißen? Wie schmeißt man das Ding denn an? Achso, schalte die Pumpe ein. Warte, ich muss hier... Okay. Bist du soweit? Fertig, ja. Ich hab auch schon längst gedrückt. Alter, ist das laut, ey. Ja, kein Wunder, dass jetzt welche kommen. Bringt das überhaupt was? Ach Quatsch, das ist ja volle Kanne tief, ey. Geänderte Pläne, versammelt euch. Wir sollen uns hier unten versammeln. Wo? Weiß ich nicht, hier unten irgendwo. Ich gehe da nicht runter, bist du verrückt? Oh, warte, ich könnte mir hier noch Munition holen. Geänderte Pläne, töte alle Monster. Was denn für Monster? Frankensteins Monster! So, pass auf. Ich regel das. Auch wenn du das eigentlich regeln müsstest, weil du hier der Einzige mit Dingens bist. Hey, meine Minen explodieren schon. Oh. Oh, der Typ da unten steht da mutig mit seinem Stock. Der schafft das schon, hör mal. Der schafft das schon mit seinem Stock. Er steht mit einem Streichholz. Kapau! Alter, ich hab voll Angst hier. Aber das ist voll. Das ist eigentlich cool. Hier sind die ganzen Medizinkalister. Was? Innocent! Ja, sicher. Der Mark ist der Traitor! Schieß ihn um! Bring ihn um hier! Pam, ich hab die Mark getroffen! Oh, ihr brennt alles!
Ich hab dir auch bestimmt nicht einen Molotow-Cocktail ins Gesicht geworfen. Sowas würde ich nie tun. Ich sehe nichts mehr. Oder sehe ich so aus, als würde ich sowas tun? Nein, niemals. Ja, ich bin ja auch innocent. Sprengminen. Ja, die habe ich hier verteilt. Was? Wo hast du denn jetzt her? Da habe ich eben reingeguckt, da waren keine. Hol mal deine Waffe raus und knall die hier weg. Oh mein. Erzähl mir jetzt nicht, das war's. Nein, Dead Island. Dead Island, du enttäuscht mich. Die Hooligan-Modifikation. Kannst du mir sagen, was das ist? Was denn? Was machst du denn da? Ein Gewehr mit der Hooligan-Modifikation. Das grölt dann, wenn du drauf drückst. Ja, was grölt denn das? Gib uns mal eine schöne Demonstration. Giroud! Der Marc ist Oliver Giroud. Ach so, der Marc ist Oliver Giroud. Ja. Quatsch. Doch. Ich habe verstanden, der Marc, der will nach Giroud. Der Marc. Der Marc, der will nicht mehr. Der Marc, der will nach Giroud. Der Marc ist Oliver Giroud. Es kommen mehr, wir müssen uns was ausdenken. Wo, ja, was sollen wir uns denn ausdenken? Solange die nicht in mein Gesicht kommen, ist alles gut. Ich würde mal sagen, meine lieben Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal, oder eher hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dead Island Riptide. Und wenn es wieder heißt, der Sir Bierlot macht hier das Intro und ich mache das Outro, warum auch immer. Ich mag das Intro aber viel lieber, ich finde das voll unfair, diese Aufteilung. Was machst du da? Ich wollte eigentlich nochmal hier mit dem Knall beenden, aber es geht nicht. Lass das Ding doch da. Ja, okay. Jetzt aber. Ey! Ich wollte... Alter, ja. Der Typ stirbt da bestimmt gleich noch. Hör mal, wir sind in der Unterzahl. Und in der Unterzahl sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Hupensimulator 2014. Und die macht eine Bewegung, die relativ falsch aussieht. Die hat schon wieder diese Nicht-Runterhol-Bewegung gemacht. Ja. Genau. Der Herr hat seine Hausaufgaben gemacht. Pass auf, den packe ich gleich mal an den Hintern hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und bleibt geschmeidig. Bis dann. Tschüss.